Hallo und herzlich willkommen zurück zu Civilization 9 Spore. Zu Spore. In der letzten Folge haben wir ganz, ganz viel gemacht. Nämlich, wir haben diese blöde Mission geschafft mit diesem blöden Priester. Ich wollte die Kamera nicht drehen. Das heißt, wir haben jetzt bloß noch eine Beförderung, zwei Beförderungen vor uns. Dafür müssen wir noch ein paar Plaketten sammeln. Darum schauen wir gleich mal in unsere Sammlung nach. Hier Plaketten. Was wir denn so Schönes machen könnten. Verteidige 10 Freunde könnten wir zum Beispiel machen. Aber ich glaube, das machen wir dann automatisch. Das verstehe ich immer noch nicht. Ausrottungsmissionen. Wir könnten theoretisch ganz viele Missionen machen. Ganz viele Ausrottungsmissionen. Allerdings wollte ich, glaube ich, eher heimfliegen. Und dort was Schönes machen. Mache die geheimnisvollen Grocks ausfindig. Genau das wollte ich nämlich auch noch machen. Das können wir verkaufen. Und wir haben hier ganz, ganz viel, was wir hier machen könnten. Schicke ein Hologramm auf den Planeten. Klingt ganz gut. Hier könnten wir alles Mögliche zeichnen und machen. Und das brauchen wir alles nicht. Glücksstrahl brauchen wir auch nicht. Haben wir sonst noch irgendwas, was da unten? Mini-Impuls, Protonengranone, Sammelruf, Tarnsystem. Ein Tarnsystem wäre natürlich ganz praktisch. Allerdings müssten wir dafür unseren Energiespeicher weiter auffüllen. Müssen wir mal schauen. Theoretisch könnten wir auch noch schauen, was brauchen wir hier noch alles. Was ist das? Kreatur erstellen braucht man nicht. Das ist hier Terraformer 3. Bioprotektor. Brauchen wir nicht. Große Gesundheit, Eroberer 3 oder Kolonist 3, Interstellarantrieb, Antimaterie-Rakete, das brauchen wir sowieso nicht, Megalaser, nur eine Bombe, Schild, klingt alles ganz gut, brauchen wir aber alles auch gar nicht. Ich werde jetzt mal versuchen, wir haben ja jetzt die Rückfahrkarte irgendwo, glaube ich, hoffe ich, da, hier haben wir die Rückfahrkarte, das heißt, ich begebe mich in ein schwarzes Loch. Und werde von dort versuchen, irgendwie ins Zentrum vorzustoßen. Da oben waren ja, glaube ich, ganz viele schwarze Löcher. Sind das hier schwarze Löcher? Nein, nein, nein. Aber ich glaube, das da ist ein schwarzes Loch, oder? Ja, das hier ist ein schwarzes Loch. Das heißt, wir fliegen da mal rein. Wir haben ja jetzt den Antrieb, hoffe ich. Haben wir den oder nicht? Ich bin gerade verwirrt. Haben wir den oder haben wir den nicht? Doch, ich glaube, wir haben den. Stargate! Da 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 da. Wo sind wir jetzt denn? Wir sind hier am anderen Ende der Galaxie. Was an sich ja nicht schlecht ist. Aber da wollte ich eigentlich nicht hin. Ich wollte eher in die Mitte. Seltsames Schiff und verweigert jede Kommunikation. Gerade jetzt. Muss auf Planet sein. Ja, ich werde da noch einmal durchfliegen. Und schauen, wo ich lande. Anscheinend ist es hier kurvenreicher. So, wo kommen wir hier jetzt raus? Wo kommen wir hier jetzt raus? Wir sind hier fast im Zentrum der Galaxie. Schaut euch das mal an. Schaut euch das mal an. Ist das nicht toll? Können zweimal rein und dann sind wir auch schon fast da. Das ist prima. So, muss auf Planet sein, heißt wirklich zum Planeten rein. Rückfahrkarte. Auch wenn mir das gerade nicht so sonderlich gefällt, aber okay. Wusch. So, wo sind jetzt hier diese blöden Groxe hin? Groxi, Groxi, Grox da hinten. Ja, bitte kommt schnell. Ich wollte eigentlich gerade wegfliegen, aber nö, darf ich ja nicht. Ich weiß ja nicht mal wo. Veslexim. Veslexim da hinten.
Ein seltsames Objekt nähert sich dem Planeten. Könnte das die Groks sein? Das sind nicht die Groks, das sind einfach bloß dämliche Schifflein. Da ist ja nicht einmal ein Planet oder so, eine Kolonie oder so. Voll geil. Hier, der Kampf, der ist sowas von spannend, dass die haben den Planeten verlassen. Das ist... Ja, möchtest du mal hier wenigstens den einen Flieger da doch zerstören? Dankeschön. Ja gut, anscheinend sind wir doch ein bisschen zu spät gekommen. Aber egal. Ist jetzt auch nicht so schlimm. Hier gab es ja anscheinend auch nichts Interessantes. Außer ein bisschen Geld. Hä? Ach so, da hinten. Zack. Nein, den Baum wollte ich nicht. Zack. Tschüss, Baum. So, kann ich dann jetzt, wenn es möglich wäre, vielleicht nochmal heim? Nochmal durch die Dings? Ja, ist gut. Heim. Auffüllen. In die Wurmlöcher. Und dann ab ins Zentrum der Galaxie. Ja, ist gut. Reparieren, Handel. Haben wir Missionen? Nö, eigentlich nicht. Handel, hier könnten wir theoretisch noch ein bisschen was verkaufen, auch wenn es das nicht so sonderlich viel bringt. Mini-Impuls. Auf andere Raumschiffe. Ach komm, kaufen wir das einfach mal. Wer weiß, ob wir es brauchen oder nicht. Auf jeden Fall, was wir brauchen, ist jetzt ein zügiges Tempo nach da oben, bevor wieder irgendwas passiert. Weil ich möchte ungern immer hin und her pendeln. Bloß weil da sich irgendjemand denkt, das war doch das schwarze Loch, oder? Ja, ich glaube schon. Bloß damit sich dann einer denkt, hey, genau jetzt, wenn du 10 Millionen, 1000, 5 Milliarden Kilometer weg bist, genau jetzt habe ich eine Idee, damit du mir hilfst mit einem Kuchen backen oder so. Was weiß ich. So, wo war jetzt das zweite Loch? Da hinten war das zweite Loch. Das klingt komisch. Das klingt wirklich komisch. Das war so nicht gedacht. So. Der Kaffee wird schön verrührt. Und jetzt sind wir auch schon fast im Zentrum der Galaxie. Der Galaxie. Jetzt müssen wir da wirklich bloß noch hinfliegen. Darauf hoffen, dass wir dabei nicht sterben. Weil hier ist wirklich das Zentrum der Galaxie. Hier haben wir 10 Millionen Sternensysteme. Und hier zum Beispiel wäre etwas. Und ich glaube, das sind sogar die Groks. Von der Farbe her. Das Groksreich. Schaut euch das mal an. Das sind also die Groks. Schaut euch das mal an. Ich gehöre zur Kuruzi-Spezies. Ich komme in Frieden. Du bleibst schön, Friedrich. Blablabla. Es ist mir eine Ehre. Okay, klingt machbar. Ich akzeptiere. Ich bin dabei. Gut. Erstatte auf deiner Heimatwelt Bericht. Das werden wir dann machen. Allerdings habe ich hier noch was gefunden, was ich denn haben möchte. Auch wenn das den Groks wahrscheinlich nicht so gefallen wird. Da ist was auf dem Schiffsradar. Ja, da ist eine Stadt. Könnte das eine Groks-Kolonie sein? Ja, das ist eine Groks-Kolonie. Steht ja auch schön dran. So. Hier haben wir auch was Schönes, eine Steintafel, die ich mal schnell mitnehme. Und jetzt sind sie etwas arg böse. Unsere Rohstoffe gestohlen. Minus 100. Ups.
Das war wohl keine gute Idee. Ja, es war wohl wirklich keine gute Idee. Kann ich irgendwie die Beziehung wieder verbessern? Vielleicht fliege ich zum Zentrum der Galaxie. Missionen? Beste Überlebens. Ja. Das nützt mir aber nicht so sonderlich viel. Erzähl mir von deiner Philosophie. Bla 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 bla. Faszinierend, wirklich. Ja, möglicherweise können wir dich noch gebrauchen. Das Einzige, mir gefällt halt gerade wirklich nicht, dass wir aus Versehen in den Krieg gezogen sind. Weg von hier, bitte. Eintreffen des Signale des Bananasreiches ist gut. Böses Bananasreich. Das war natürlich schlecht, dass ich. Ich hatte ehrlich gesagt nicht gedacht, dass das auf einen Schlag gar so schlimm ist. Hallo? Danke. Kommunikationsfenster. Wow, du hast sie gefunden, hast überlebt und kannst jetzt davon erzählen. Die passen wohl gut auf ihr Revier auf, als würden sie etwas verbergen. Gut. Ich möchte noch über was anderes ne reden, nämlich mich zuerst mal reparieren. Und sonst Missionen. Welche hilfreichen Vorschläge? Ich möchte unser Reich vergrößern. Nö. Ich möchte mit Aliens interagieren. Nö, gibt's alles nix. Ja, gut. Wenn es nichts gibt, dann gibt's eben nichts. Dass die Grogs mir einfach so den Krieg erklärt haben, bloß weil ich ein Artefakt gestohlen habe. Tut mir ja irgendwie leid. Aber ich konnte da nichts dafür. Ich konnte da nichts dafür. So, schauen wir hier zuerst mal an, was wir hier noch Schönes haben. Sammle mehr Artefakte. Ja, Koloniegebäude platzieren wäre eigentlich auch mal wieder eine Sache. Erobere 10 Planeten, Bündnisse schließen, Ökoheld. Ein Sonnensystem kaufen wäre auch mal Zeit. Erforschen, Vielflieger, Goldesel, Laufbursche, brauchen wir nicht. Missionar haben wir, Kaufmann, handle für 7 Millionen Spore-Dollars. Haben wir bald automatisch. Kosmische Entdeckungen, Persönlichkeit ändern. Terrascore verbessern, das wäre natürlich auch was. Mehr Reiche kontaktieren. Drei Kriege beginnen. Ja, einen habe ich ja mit Absicht, den anderen habe ich nicht so mit Absicht. Und des Plyscho drei Reiches. Also zuerst einmal das Marder-Reich greift an, hier greift das Apox-Reich an. Und mit etwas Glück sollten wir eigentlich das Ganze schaffen, ohne dass uns irgendjemand in die Quere kommt. Das Einzige, ich würde langsam wieder ins Zentrum der Galaxie vorstoßen, die Grogs ein bisschen besänftigen, falls das geht. Und dann irgendwie was ganz Tolles machen. So, kann ich das hier eigentlich irgendwie abkürzen? Nein, wir müssen uns das jedes Mal erneut anschauen. Gut. Gut. Ich schaue mich hier ein bisschen um, wenn ich eh schon hier bin. Gibt es hier irgendwas Interessantes? Nö. Also hier gibt es wirklich nicht so viel Interessantes, muss ich ehrlich gesagt sagen. Außer ein Artefakt. Artefakte sind immer toll. Artefakte, Artefakte, hallo, Artefakte. Eine Falle. Ach, lass mich doch in Ruhe. Ich war gar nicht hier. Lass doch mich in Ruhe. So, blöde Piraten. Jetzt habe ich schon wieder weniger Leben, weil irgendjemand dachte, hey, wir machen da einen Piratenhinterhalt. Pfe. Also einfach bloß Pfe. Blöde Piraten.
Und hier gibt es auch irgendwie nicht so sonderlich viel, was mich interessieren könnte. Ganz ehrlich, Planeten, die nicht laden, ohne Artefakte. Aber hier wenigstens Doppelsternsystem. Nö, nada niente. Auch keine anderen Reiche, kein gar nix. Doch, hier ist ein Reich. Nämlich mit dem Artefakt das Moselreich. Das Moselreich. Das Moselreich ist komisch. Das Moselreich hat ganz viel Terraforming-Gedönse, was relativ billig ist. Und ich kann hier das blöde Gewürz losbringen. Hör mir auf. Ich kauf hier den Hologrammspeer. Hör auf. Und werde hier mal das Artefakt mir schnappen. Wahrscheinlich die auch komplett verärgern. Die Groggs greifen den Planeten an. Ach, wie gut, dass ich eh schon auf dem Planeten bin. So, den Baum wollte ich eigentlich nicht mitnehmen. Aber okay. Zack. Ja, gesammeltes Gewürz. Wo wird angegriffen? Oder halt, stopp, ich sollte mich zuerst reparieren. Auch wenn das nicht viel zum Reparieren ist, aber immerhin etwas. Zack, zack. Ja, den Planeten Vivien. Wo ist Vivien? Da unten ist Vivien. Das ist sogar unser Planet. Oh. Gut. Vivien wird gerettet, ohne Frage. Vivien wird gerettet. So, eine Protonenkanone. Schifflein, wo seid ihr? Hier unten seid ihr. Also irgendwie gefällt mir das nicht. Oh Gott, da. Das war natürlich genauso geplant. Aber wahrscheinlich habe ich jetzt meinen ganzen Frachtraum verloren. Oder? Nee, mein Frachtraum ist noch da. Praktisch. Halt! Ich bin ja schon auf dem richtigen Planeten. Die Groggs greifen den Planeten an. Zack. Ich finde das toll. Ich kann eigentlich immer außer Reichweite bleiben, sodass sie mich nicht angreifen können. Das Einzige. Sie haben gerade mein. Sie haben meine Kolonie zerstört. Sie haben meine Kolonie zerstört. Blöde Groggs. Blöde Groggs. Zack, 34.000. Gut, dann muss ich eben ein neues Kolonie-Starter-Dings kaufen. Mann, oh Mann, oh Mann. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. So. Bitte hier, danke, dass du mich empfängst. Ich möchte hier, das kannst du von mir aus kaufen. Ein Kolonie-Starter-Paket ist zwar teuer, aber ich habe gerade keine Lust. Ich hätte sogar noch eins im Inventar gehabt. Ach, wie schön, dass ich immer gut aufpasse. Wie Wien. So. Dann möchte ich hier wieder eine Kolonie gründen. Hier hinten irgendwo. Auf. Die Plätze fertig los. So. Hier so irgendwie. Zack. Kolonie gegründet. Ja, bau dich ein bisschen schneller auf, wenn das gehen würde. Ich möchte nämlich hier dann ein bisschen. Ja. Du hast den Tag gerettet. Ist gut. Ist gut. Das Einzige, ich muss jetzt hier wieder alles Mögliche hinzufügen. Warum muss das auch immer so nervtötend sein? Bearbeiten, bestätigen. Das ist ja nicht das erste Mal, dass wir das machen und das wird wahrscheinlich auch nicht das letzte Mal sein, dass wir das machen.
Darum, ich finde das ehrlich gesagt etwas doof, dass man das wirklich jedes Mal neu einstellen muss. Man kann doch auch einfach sagen, nein, ich möchte für immer das haben, aber nö, denkt sich das Spiel. Ich muss sogar dafür zahlen. Naja, was soll's. Baue mal Geschütze. Zwei, drei, vier Geschütze. Fünf. Terrascoa zu niedrig. Ja gut, wir produzieren zwar nichts, aber sind wenigstens ein bisschen geschützt. Aber das war es jetzt für die heutige Folge von Spore. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wie immer gilt, Grüßli, euer Mr. Grützi. Obwohl, ich hatte doch noch ein. Ja, ich hatte noch eine Steintafel im Inventar. Obwohl, ich glaube, ich hatte die schon, oder? Ich glaube, ich hatte schon mal eine Steintafel 8. Aber ist egal. Da habe ich ja eh schon 10 Millionen Steintafeln, aber. Ist wurscht. Ist wurscht. Ist alles wurscht. Ist egal. So, das war's jetzt für die heutige Folge. Tschüss, tschüss. Bis dahin. Grüßli, euer Mr. Kruzi. Mein Text.